Liebe Frau Uhl, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Kurzinterview mit goldenekamera.de. Gern, freut mich sehr. Eine verschwundene Schülerin, ein mysteriöses Elite-Internat und Sie als Undercover-Ermittlerin. Worum geht es denn in dem Zweiteiler-Tod im Internat? In dem Polit-Thriller-Tod im Internat geht es im Rahmen eines fiktiven Internats mit der jungen Generation um die Darstellung deutsch-deutscher Verwicklungen bereits vor 89, um die Einflussnahme von Geheimdiensten in der Bundesrepublik Deutschland und wie sich die Elterngeneration, die Tätigkeiten der Elterngeneration auf die Jugendgeneration auswirken. Es geht um die Themen wie Startbahn West, es geht um die DDR-Staatssicherheit und diese Verquickungen der deutschen Geschichte im Spiegel der Jugend, im Spiegel der jungen Leute, die die Lasten der Väter verweigern. Wie tickt Ihre Ermittlerin? Carla Parker alias Isabel Moosbach, die verdeckte Ermittlerin, ist eigentlich für mich so eine Art einsame Wölfin. Sie hat kein familiäres Hinterland. Sie ist eigentlich eine entwurzelte Figur, die mit der Akribie eines Schweizer Uhrwerks ihren Beruf verfolgt, die wirklich ideal in ihrem Beruf agiert, weil sie emotional vollkommen ungebunden ihre Tätigkeit ausübt, bis sie zu diesem Job kommt im Internat und umso mehr sie ihre Vergangenheit verdrängt hat, an diesem Fall fast scheitert, weil sie auf ihre Vergangenheit zurückgeworfen ist. Frau Uhl, was sind Ihre nächsten spruchreifen Projekte? Was ist in der Produktionspipeline und darf schon gesagt werden? Ich freue mich gerade sehr auf mein nächstes Projekt mit Christian Redl, ein Spreewald-Krimi. Jan Fese macht Regie und da sind wir gerade mitten in der Vorbereitung. Danke für das Interview. Dankeschön.